Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Final Fantasy VII Remake. Und heute geht es alles, ihr seht es ja hier, um den Kistenkrieg und um die Trophäe zertifizierter Meisterkistenkrieger. Denn dafür muss man alle Kisten im Spiel Kistenkrieg auf Schwierigkeitsstufe schwer zerdeppern. Also so ist die Trophäenbeschreibung. Und das ist ein ganz klein wenig irreführend, denn man muss natürlich nicht alle Kisten zerstören, sondern nur so viele, dass man 30.000 Punkte bekommt auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Diesen Modus kann man spielen ab Kapitel 14, wenn man dann wieder bei den Kindern in ihrem Geheimversteck ist. Und wie ihr das macht, das erkläre ich euch hier in diesem Video. Ihr seht es ja hier auch schon, so einen kleinen Run. Und wie gesagt, wer im Livestream mit dabei war, der hat das live miterleben dürfen. Und für alle anderen folgt die Erklärung nach dem Intro. Also viel Spaß! Das ganze Ding klingt eigentlich komplizierter und fühlt sich vielleicht komplizierter an, als es eigentlich ist. Schwierigkeitsgrad schwierig, natürlich ausgewählt. Und dann habt ihr immer folgende Fähigkeiten. Den Mutangriff und die der Waffe, die ihr ausgerüstet habt. Ich habe das Ganze mit dem Panzerschwert gemacht. Meiner Meinung, für meinen Geschmack her, war es mit die beste Variante. Empfehlen würde ich, wenn denn noch, die Hartklinge. Und alles andere könnt ihr getrost vergessen. Was wichtig ist, sind diese Zeitkisten, die roten. Davon gibt es hier in dem ersten Bereich ganze 4 Stück. Und dann haben wir hier zweimal, ihr habt es gesehen, ganz am Anfang und jetzt hier gerade diese große Ansammlung an Kisten. Das ist übrigens die 4. Zeitkiste hier. Und dann haben wir noch die großen 1500er Kisten. Im ersten Bereich, meiner Meinung nach, machen wir diese großen Ansammlung der kleinen Kisten kaputt, holen die 4 Zeitkisten ab und stürzen uns dann auf die 2500er, kommen dann in den nächsten Bereich und holen uns hier erstmal wieder die Zeitkiste und kümmern uns dann hier um den großen. Ihr habt gesehen, dass da jetzt noch eine Zeitkiste mit bei war. Das ist richtig, in diesem Abschnitt gibt es nämlich 3 davon, das heißt 4 und 3. Das sind insgesamt schon mal 7 Zeitkisten, zusätzliche 70 Sekunden. Dann zerstören wir hier noch diesen großen blauen 1500er und begeben uns hier in diese Überdachung hinein. Da hinten seht ihr übrigens die 3. Zeitkiste hinter den beiden. Die muss auch zerstört werden, inklusive den beiden 1500er Kisten. Meiner Meinung nach wechselt ihr immer ganz einfach in die Offensivhaltung und müsst eigentlich nur 2-mal die Schwertkombination von Cloud mitnehmen. Gleich danach Dreieck drücken, zurück in die Around-Haltung, um halt eben schnell und zügig zur nächsten Kiste zu gelangen. Und bei den großen Kisten das ganze Spiel dann noch mal zu machen. Kleinkram hier mitnehmen und ihr seht jetzt schon oben, die Zeit wird knapp, deswegen gezielt wieder zur nächsten Zeitkiste und ab jetzt wird das Ganze eigentlich entspannt, denn auch hier sind wieder 4 Zeitkisten und wir konzentrieren uns auch nur auf diese. Die eine ist hier hinter versteckt, also ganz schnell wieder in Offensivhaltung und die 1500er hier, die nehmen wir natürlich dankend mit, müssen ja immerhin 30.000 Punkte erreichen. So, wieder zurück auf Offensivhaltung und wieder zurück zur, also genau andersherum, zurück zur Allround-Haltung und zurück zur Offensivhaltung, um jetzt hier die Kiste aus dem Weg zu räumen. Die müssen wir, weil wir wollen ja weiter. Im letzten Bereich gibt es auch nochmal 4 Zeitkisten. Hier ist dann die erste, das heißt nochmal zusätzliche 40 Sekunden. Hier könnt ihr wirklich auch alles so gut es geht mitnehmen. Das war die zweite, hier nochmal der Block und dann ganz hinten rechts ist die letzte. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr halt eben die genannten großen Blöcke und Kisten, also guckt euch den Run gut an, dass ihr die mitnehmt, denn damit kommt ihr so Pi mal Daumen auf 29.500 Punkte. Ja, kommt immer darauf an, wie viel ihr an Beiwerk da mitgefischt habt. Und ihr seht es hier, 29.350 hatte ich jetzt hier. Und jetzt geht es hier wirklich nur noch ganz schnell zurück zu gehen. Wir haben 10 Sekunden Zeit, um hier die nötigen Punkte zu sammeln. Ihr seht es ja, was wir da unten alles stehen gelassen haben auf kürzestem Weg. Da ist genug mit dabei und jetzt haben wir die 30.000 ganz einfach geknackt. Damit bekommt ihr die Trophäe und sogar noch ein schickes Item.
Wir kriegen dann unsere Belohnung, einmal die Trophäe zertifizierter Meisterkistenkrieger, so wird es genannt, zertifizierter Meisterkistenkrieger, und wir kriegen zusätzlich ein Transfermodul. Und das ist übrigens eine gar nicht mal so schlechte Ausrüstungsgegenstand, wie ich finde, denn lädt beim Benutzen von ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Ja, also klingt doch ganz interessant. Das war's dann von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, ihr kennt das Ganze. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem Spiel. Und Herr Arbeit sagt ciao, bis zum nächsten Mal.